Hello again. Ich muss noch eben meine Brüder suchen. Moment mal. Ich muss noch ein paar Sachen zusammenpacken. Ja, das bin ich meinen Brüdern schuldig. Ja, ich will gehen. Habt ihr das auch alle gehört? Weil ich bin es meinen Brüdern schuldig. Ja, ich möchte diese Welt hier verlassen. Das schulde ich meinen Brüdern. Ja, und mir selbst. Ja, das ist die letzte Schuld, die ich hier zu tilgen habe, nämlich die Befreiung aus der Schuld. Ja, die Schuld hebt die Schuld auf. Also, es hat nichts mit Schuld zu tun. Ja, ich bin, meine Befreiung ist hier wirklich das Letzte, was ich hier der Welt noch geben werde. Dieser Welt. Ja, ich gebe meine Befreiung. Und das ist alles, was hier worum es hier geht, ja, das ist das ganze Bündnis im Grunde, was wir hier eingegangen sind, wofür wir uns hier die Hände gereicht haben, die Verabredung im Himmel, an die wir uns jetzt erinnern können. Hey, Susanne, wie schön. ich habe für Gesner die Session übernommen, spontan. Und ich wollte gerade ein Lied reinmachen und dann hat meine Tochter die sieben Raben gehört. Und dann haben wir ein bisschen Text von den sieben Raben gehört und ich musste es einfach drin lassen, weil es war von Anfang an der geilste Text. Ich suche meine Brüder, kam somit als erstes. Und geendet hat es mit, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine Brüder. Ja, ich bin dankbar, dass ich mich erinnern kann. Warum wir hier sind. Ja, dass ich mich an den uralten Ruf erinnert habe, der mich erreichen möchte. Ein Ruf, den ich selber ausrufe. Ja, weil ich bei Gott bin. Gott ruft mich und ich selbst rufe mich auch nach Hause. Ich bin auf der Suche nach mir selbst und ich bin schon da. Ja, also es ist mein eigener Ruf. Und ich muss hier noch gerade ein paar Sachen zusammenpacken, hieß es in dem Hörspiel. Ja, was muss ich denn da packen? Was könnte ich denn da mitnehmen? Haus, Hof, Geld, Kind, Familie, Ahnen? Ja, das ist viel zu schwer, passt doch gar nicht rein. Ja, das hält mich an Land. Ja, so kann ich nicht einsteigen in den Aufzug raus aus der Welt, ja, auf das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, was aufbricht. Im Meer. Ja, so komme ich von Land nicht weg. Von dieser Welt hier. Das bindet mich. Was muss ich wirklich einpacken? Ja, ich muss noch ein paar Sachen zusammensuchen. Was denn? Na, habe ich das Gefühl, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Paar Schulden tilgen. Ein paar Beziehungen klären. Ja, was hält mich hier? Was muss ich noch was erledigen? Ja. Na, Vergebungsarbeit. Ja, das macht mich immer leichter. Weil mit allem, was ich vergebe, wird mir eine Last von den Schultern genommen. Allem, dem ich vergebe, innerhalb und außerhalb von mir, ja, scheint es irgendwie das vom Bruder zu sein, was ich sehe, oder das von mir zu sein, was ich sehe, da ist gar kein Unterschied innen und außen, als alles in mir ist. Also letztendlich vergebe ich immer nur mir selbst. Meine Gedanken über dich, über mich.
Ja, und alles, dem ich vergebe, befreit mich von Dingen, die mir nicht gehörten, die ich an Land gezogen habe und sie nur dafür benutzt habe, um mich zu belasten. Aber ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Yay. Gesner hat mich vor einer halben Stunde angerufen und gefragt, ob ich die Session übernehme. Und ich war gerade mit dem Hund draußen und da war wieder dieses spontane Ja. Kennst du das? Genau an der Stelle, wo früher ganz spontan als erste Reaktion vor allem anderen ein Nein war, ganz deutlich. Nein, erstmal nein. Kommt jetzt an solchen Stellen als allererstes vor jedem Einwand ein Ja. Na, kennst du auch so eine, ja? Ja. Na, das ist so ein Ja, aufgerichtet irgendwie, ich bin bereit, ja. Wenn die Stimme Gottes mich ruft, irgendwie, ich bin bereit, ja. Es ist genauso, wie es bei mir so verankert ist, Tieren zu helfen. Und das ist bei mir auch, wenn ich irgendwo ein Tier sehe, ja, das war schon immer so irgendwie, da denke ich nicht nach, da ist das ja. Ja, meine Tochter hat letztens irgendwie so eine Ratte an der Straße gesehen, beim Vorbeifahren. Meinte, Mama, da war eine Ratte, da ging es nicht gut. Echt zurück. Ich habe mir die angeschaut, irgendwie, die saß da an der Straße. War wirklich so ganz, die hatte so, so richtig so irgendwas an den Ohren, irgendwie so Parasiten überall. Der Schwanz war angefressen, irgendwie sah wirklich richtig runtergekommen aus. Entweder sie war sehr alt oder irgendwie vergiftet oder die Geschichten sind ja egal. Und eine Liebesausstrahlung. Also so eine Liebe in diesem Wesen. Wirklich, es hat mich so tief berührt. Und ich habe überhaupt nicht nach, ich habe auch so schwer geatmet, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ich wusste nur, die muss da von dem Platz weg und habe so eine Tasche genommen und habe sie in die Tasche gepackt so und habe sie dann ins Gebüsch getragen und da ist sie dann noch schnell verschwunden. Und ich konnte das so spüren, diese Dankbarkeit und diese Verbindung, die wir hatten, ja. Und die in den Augen, da war so eine Liebe in dieser Ratte. Ja. Und nachher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ja, das war echt unvernünftig. Die hätte sich ja nur einmal so umdrehen müssen und hätte mich in die Hand beißen können oder so. Ja, aber es war so klar, dass da nichts passiert. Und das ist die Führung und das ist dieses Ja. Ja. Es ist nicht unvernünftig, sondern ich gehe mit der Führung. Die Liebe ist mein Schutz. Und meine Tochter war total begeistert. Die erzählt diese Geschichte ständig, als wäre ich der größte Held. Meine Mama hat einfach eine Tasche genommen und hat diese Ratte, und die Ratte war pure Liebe, erzählt sie dann auch so. War sie auch. Das sind so Reflexionen, die einfach direkt ins Herz gehen, die wirklich berühren. Außerhalb von Raum und Zeit. Außerhalb von Krankheit und Tod. Ja, außerhalb von vorher, nachher. Es sind diese Momente. Der Moment, in dem wir Ja sagen. Ja, bist du bereit, dich zur Verfügung zu stellen, Ja zu sagen zum Leben, zum neuen Moment, zu diesem Moment und zum nächsten? Und dein ganzes Sein, deine ganze Liebe, ja, alles, was auftaucht, in diesen Moment zu leben,
von nichts mehr abzuhauen, nichts mehr zu kontrollieren, nichts mehr selber zu bestimmen, sondern sich diesen Moment wirklich ganz hinzugeben, in seiner Unschuld und in deiner Unschuld, dich als unschuldig zu erfahren hier, als frei, das Leben hier als frei zu erfahren und unschuldig. Und wenn es noch was zu erledigen gibt, ja, mache ich es halt. Ich mache es halt hier, es ist kein Problem. Aber es engt mich nicht ein, es sperrt mich nicht ein. Ich hatte in der Tageslektion gestern, war es, glaube ich, so ein tolles Bild, dass das Ego, ne, dass wir da gar nicht wirklich leben, sondern dass das so ein Fake-Leben ist. Und dass das morgens so die Rollläden hochzieht und sagt, guten Morgen, ne? Das kam uns auch in dem Text, immer hast du auch so gut geschlafen. So, Hini, hast du das auch noch gehört mit dem Schlafen? Das ist so geil, ne? Wir müssen aufwachen, irgendwie sowas. Ne? Wir sind am Schlafen irgendwie. Das war so ein geiler Text eben in dem Hörspiel. Und auf jeden Fall zieht es die Rollladen hoch und sagt so, ja, guck mal hier, guten Morgen, ne? Ein neuer Tag. Was das ist, ist eine Betonwand hinter dem Vorhang, die bemalt ist. Was für ein krasses Bild. Das nennen wir Leben. Das ist so ein Fake, das ist schön bemalt. Ne? Guten Morgen, ja. Und ich bleibe aber weiter in meinem Kämmerchen hocken und weiß überhaupt nichts vom Leben. Es ist ja kein Wunder, dass ich da depressiv werde. Ja, es ist ja kein Wunder, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, dass ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Ja. Ich muss wirklich den Vorhang aufziehen lassen und Licht reinlassen. Ja, das wahre Leben wartet auf mich. Das wahre Leben. Wirklich lebendig sein. Durch und durch. Okay, mag mal jemand die Lektion vorlesen von heute? Ich kann die vorlesen. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. In Schweigen und in wahrer Demut suche ich Gottes Herrlichkeit, um sie in dem Sohn zu erblicken, den er als mein Selbst erschuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Möchte jemand etwas zu der Lektion sagen? Was hörst du? Was bedeutet das für dich? Was steht hier? Was ist die Einladung? Sabine. Die völlige Akzeptanz der Einheit mit dem Vater.
im geeinten Willen, dass es nichts anderes gibt als Gottes Wille für die geeinte Liebe, für die geeinte Freiheit im Geiste, für den geeinten Frieden, so zu sein, wie er uns erschuf. Und nicht eine eigene Vorstellung davon, sondern wirklich zurückzukehren und uns darauf zu besinnen, was wir in Wahrheit sind und das anzunehmen. Und damit auch alle Gesetze der Welt aufzugeben und sein Gesetz der Liebe zu akzeptieren und anzunehmen. Danke. Das klingt nach einem Commitment. Na genau. Das klingt nach dem Ja. Ein vollkommenes ohne Wenn und Aber. Auch wenn ich nicht verstehe, was geschieht, dann halt nachzufragen, die Antwort zu erlauben, wirklich in der Hingabe nach Hause zu kehren, wo wir eigentlich schon sind, aber wirklich dazu sagen, ja, es ist so, ich akzeptiere es, auch wenn ich es vielleicht noch nicht erfahre, vielleicht noch nicht fühle. Das ist wie so ein Vertrauensvorschuss oder so. Ja. Aber wirklich dazu zu stehen und mich nicht davon ablenken zu lassen. Und zu sagen, egal welche Maske ich jetzt da sehe, in Form von Körpern, in Form von Gebäuden, Häusern oder einer Ratte, so wie du, ja, es ist der Christus dahinter, es ist mein Bruder. Und das bin ich in Wahrheit. Und nur darauf will ich mich einlassen und sonst nicht. Und dann eben, Heiliger Geist, Jesus, hilf mir dabei, die Wahrheit zu sehen und wirklich meine Brüder zu erkennen und damit auch Gott zu erkennen und die Liebe zu erkennen. Oh. Mikro aus. Ja, so schnell kann es gehen. Ja. Danke. Vor allen Dingen auch in diesem ganzen Spektakel jetzt mit der Olympiade. Egal, was da geschieht und die Welche ganze Diskussion. Olympiade? Ja, in diesem Film, klar. Aber wirklich alle als meine Brüder zu erkennen. Ja. Egal, welches Spektakel da scheinbar als Wahrheit vermittelt wird, als Bild, was dahinter steht. Wie auch immer, im weltlichen Film sind meine Brüder und nichts anderes. Ja, danke. Ah, danke, Sabine. Es ist wirklich ganz wunderschön, das so zu spüren. Ja, weil es sind ja auch immer weniger die Worte, die gesprochen werden, sondern ja immer die Energie daran. Ne? Wir können ja die gleichen Worte sprechen und was ganz anderes meinen. Ne? Also eigentlich wird immer was ganz anderes kommuniziert. Ne? Und danke. Ja, es ist wirklich so eine Stelle. Für mich ist das so wirklich dieses Ja sagen zu Gott. Ich an irgendeiner Stelle entscheide ich mich, wirklich nach Hause zu gehen. Es ist so die Gabelung des Weges. Ja, gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Und das ist ein Commitment. Und schön, dass du das sagst, dass das mit einer tiefen Akzeptanz einhergeht. Ich zweifle nicht mehr daran, dass es stimmt. Damit ist auch schon mal ganz schön viel Stress und Wahnsinn abgefallen. Ja? Wenn ich an die Stelle komme, dass ich wirklich sage, ich entscheide mich jetzt dafür, dass das stimmt. Ja, und das ist dann, kann ich immer noch ein Fragezeichen haben bei manchen Sätzen im Kurs oder so. Darum geht es nicht, ne? Sondern ich weiß jetzt, dass das die Wahrheit ist, dass ich zum Beispiel mit meinen Brüdern eins bin, ja, dass mein Vater mich liebt, ja, dass Schmerz und Kummer nicht wahr sein können, ja, dass ich hier Vergebungsarbeit zu leisten habe, dass es ein leichter Weg ist und all das.
Ja, das akzeptiere ich. Selbst wenn es sich für mich jetzt gerade zum Beispiel schwer anfühlt, hält mich das, weil ich mich committed habe mit der Wahrheit. Und die Wahrheit trägt mich. So wie mir sagt, ach Quatsch, Irrsinn, ne? Und ich stelle in Zweifel, was ich sehe mit den physischen Augen. So rum. Ja? Egal, was ich sehe. Es ist wie in der Truman Show, wie du sagtest, die Betonwand. Ne? Wo er zum Schluss dann durch die Wand geht. Ja? Und ich zweifle, dass das alles wahr ist, was ich hier sehe. Lauter getrennte Teile, unterschiedliche Farben. Keiner hat was mit dem anderen zu tun. Das ist nicht die Wahrheit. Und das ist irgendwie so eine Gewissheit in mir, ohne dass ich es außen sehe bisher als ich bitte also darum, mein Selbstkonzept, Name, Wahrnehmung, Denksystem, Familiensystem und alles, was ich gemacht habe, sprich den Körper zu übergeben, ja, und die Körperorganisation neu sein zu lassen, ja, damit der Körper dient und nicht mehr ich dem Körper diene. Somit gibst du es natürlich nicht In im diesem Körper. Sinne, ne? Also diese Transzendierung. Und dann wirklich an nichts mehr zweifeln, was im Kurs steht und was von Jesus kommt. Danke, danke, Sabine. Im Zen heißt das irgendwie große Entschlossenheit, was du brauchst, was du einpacken musst. Ja, so, ich muss ein paar Sachen packen. Große Entschlossenheit, großer Mut und großer Zweifel. Ich glaube, diese drei Worte werden da angeführt. Und das ist genau die Stelle, wo man sagt, ja, zweifeln, das musst du ja sein lassen, zu zweifeln. Aber das hast du wunderschön jetzt gerade auch nochmal aufgeblättert, ja, und nochmal gesagt, den Unterschied, dass das eine muss ich anzweifeln. Großen Zweifel brauche ich da, ja. Und das andere ist halt großen Mut, die Wahrheit zu akzeptieren, ja, große Entschlossenheit, das nicht mehr anzuzweifeln, was wahr ist, ja. Weil da, ich verdrehe, auch hier verdrehe ich ja immer alles, ne? Ich zweifle das, weißt du, wo ich eigentlich die Entschlossenheit bräuchte, so. Und das, wo ich eigentlich den Zweifel bräuchte, bin ich sehr entschlossen, das zu akzeptieren. Das ist so für mich, ne? Das verteidige ich ja immer. Ich verteidige ja immer das Unwahre, ne? Vor mir selbst, ja. Weil ich Angst habe, frei zu sein. Danke. Eine Frage hätte ich doch noch, die mir so kommt. Hat letztens auch jemand bei mir über Facebook gesagt, das ist ja ganz schön abstrakt, was du sagst. Das kommt ja so die Theorie im Grunde, ne? Kommt ja sehr abstrakt daher. Ja? Und dann ist ja immer die Frage, ne, wie bringe ich denn das jetzt in Erfahrung? Ne? Wie sieht denn das für mich so in meinem täglichen Leben aus? Kann ich das wirklich umsetzen? Ja? Und du hast es ja angesprochen, es geht darum, es in jedem Moment anzuwenden und umzusetzen. Ne? Und gelingt dir das so? Wie geht es dir damit? Das würde mich jetzt einfach nochmal interessieren. Wie geht es dir da damit? Ne? So, nehmen wir einfach, ich verlasse jetzt das Haus. In welcher Qualität des Geistes beschließe ich jetzt das Haus zu verlassen? Was will ich sehen? Ich will das sehen, was wahr ist. Also das Innere sehen, das Fühlen, was wahr ist. Und alle, die ich begegne, da freue ich mich einfach, dass ich meine Brüder sehe. Ja? Dass ich den Christus sehe und damit die Quelle und die Schöpfung ehre, auch zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Wow, hier sind ganz viele von uns, ja? Und zwar derselbe, nicht ein anderer, sondern immer derselbe. Und dann bitte ich einfach, Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, also mitten im Supermarkt oder wenn ich am Bahnhof bin oder so, heilige du diesen Augenblick für uns. Für uns, ja? Lass uns gemeinsam erkennen, dass wir der Christus sind. Dass wir im Licht des Christusfeuers, des Feuers der Liebe stehen, nicht eines Feuers wie der Sonne, die uns verbrennt, ne? Und die braucht Sonnenschutzcreme, sondern lass uns erkennen, dass wir wirklich eins sind.
Mach du das für mich, weil ich kann es nicht aus mir heraus. Und ich bitte nicht nur für mich, sondern ich bitte einfach für alle, die hier sind. Aber ich bitte auch für alle, da wir ja nicht getrennt sind von der geistigen Welt, die jemals auf Erden wandelten, ja, und die jetzt hier sind, wer geht mit mir? Einfach für alle, nicht nur hier jetzt bei Zoom uns, nicht nur in der Aleph, einfach alle, egal wer mir da begegnet. Es ist im Prinzip, es ist immer ich selbst, es ist immer der Christus. Und ich sage, schön, dass ihr da seid. Und das mache ich geistig, das denke ich. Ja. Und einfach nur so, weil das ist das einzige Mittel, wie ich es machen kann und wie ich es für mich und wie ich es auch machen kann, wenn ich zum Beispiel am Bahnhof bin. Und das war so überfüllt letztens oder auch im Bus. Ja. Mach du diesen Augenblick heilig für uns. Wir sind ein Geist. Und es ist eigentlich immer, was ich erlebe, immer friedlich. Das heißt nicht, dass sie mich alle anlächeln. Das nicht. Aber es ist friedlich. Es gibt nirgends Stress oder so. Und es sind ja auch da, wo scheinbar als Körper sehr viele Nationalitäten zusammenkommen, ja. Und ja, so mache ich das dann. Und komme aber auch mit einem wirklich friedvollen Gefühl, in Anführungszeichen, wieder nach Hause, ohne Stress gehabt zu haben. Und das mache ich überall, wo ich bin, egal wer da ist. Weil ich da keinen Unterschied mache. Weil ich mich auf das Wahre, auf das Innere fokussiere. Auf das, was wir sind, alle. So. Oh, schön, danke. Danke, danke, danke. Ja. Ich erinnere mich an Gott. Ja. Egal wo ich bin, ich gehe schon so aus der Tür raus, mit dem Bewusstsein. Na, schlage ich schon die Augen auf morgens, ja, weil die Suche nach der Verbindung so in mir ist, ja, dass ich bereit bin, die ganze Welt so zu sehen und zu segnen und zu empfangen, ja, als mein Freund. So. Ich möchte nicht länger getrennt hier rumlaufen, sondern wirklich als eins mit dir. Ja. Ich möchte mit den trennenden Gedanken hier aufhören. Ich möchte es wirklich erfahren, was im Kurs steht. Und es hilft, ne? Es verändert mein ganzes Leben. Und ich hab also auch gesagt, dieses Commitment eben, ich möchte, dass meine Bedürfnisse alle durch dich erfüllt ist, werden. Gott, der Heilige Geist, ist der Einzige, der meine und die Bedürfnisse meiner Brüder erfüllt in meinem Geist, ohne dass ich jetzt sagen muss, Tanja, kannst du das machen oder könnt ihr mal gucken oder so, sondern das zu trainieren. Ja, dass meine Bedürfnisse immer im Geist erfüllt sind. Und das eben schon morgens als, ja, Commitment für den Tag quasi. Dass für alle der Tag glücklich wird durch die Präsenz des Heiligen Geistes hier auf Erden. In dieser Scheinwelt, selbst hier. Ja. Aber dass wir dadurch immer die Quelle ehren, aus der wir kommen. Und die ganze Sohnschaft, also die Schöpfung Gottes ehren. Ob das jetzt wie deine Erfahrung war mit der Ratte. Ich habe zum Beispiel eine Spinne. Das ist überhaupt nicht mein Thema, Spinnen, ja. Und die war heute Morgen in der Badewanne und ich habe gedacht, okay, die war auch nicht groß. Aber da, gut, dann hätte ich ein großes Glas genommen. Habe ich auch schon gemacht. Ja, mit Gänsehaut am ganzen Körper, aber immerhin. Und dann habe ich ein Papier genommen, die war kleiner. Und dann habe ich sie rausgesetzt. Also ich habe sie nicht abgespült. Ne? Ja, es ist Leben und dieses Leben ist dasselbe wie das meine. Ja, die Essenz, die Lebenspräsenz, die Essenz, die diese Form bewegt, so wie sie diese Form oder die, die ich da sehe, bewegt. Und sie nicht zu töten. Also bei Mücken habe ich es echt noch nicht geschafft. Muss ich sagen. Ne? Aber eben
das so zu sehen, jede Form. Da fließt die Jenseits. Lebensessenz durch. Und auch da gibt es kein richtig und falsch in Form, ne? Das sieht ja dann bei solchen Sachen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in so ein Thema gehen, Tiere oder so töten, ne, da geht es ja schnell in richtig und falsch. Ne? Aber es ist halt nie auf Formebene. Ne? Das ist wirklich alles unschuldig. Ja? Aber diese Unschuld und wie du sagst, ja, dieser offene Geist, ja, der verbunden ist mit allem, ja, hat ja eben eine geeinte Wahrnehmung, ja, eine geschulte Wahrnehmung oder die geschulte Wahrnehmung hat mich dahin gebracht, dass ich in die wahre Wahrnehmung komme, ja, in die Verbundenheit mit allem, ne? Und von da folgen natürlich auch ganz andere Handlungen. So ist ja klar, ich sehe ja auch was ganz anderes, ja. Ja, nur mal kurz, also ich habe ja viel Vipassana gesessen. Und mein erster Vipassana-Kurs habe ich mit dem Fleischessen noch aufgehört danach, weil nicht weil ich wollte, sondern weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach die Tiere gesehen habe. Ich konnte es nicht mehr. Ich habe dieses Lebewesen gesehen. Es war für mich einfach nicht mehr möglich, wirklich aus meinem erweiterten Bewusstsein heraus, ja? Weil der erste Kurs bei mir so eingeschlagen hat, dass ich ein halbes Jahr total erleuchtet war, weil ich wusste, was mit mir passiert ist, ja. Und ich habe ganz lange kein Fleisch mehr gegessen. Jetzt esse ich zum Beispiel wieder Fleisch. Ja? Ich würde es auch ganz gern vielleicht mal wieder sein lassen, aber das ist alles nicht das Thema, weißt du? Und dann beim Vipassana irgendwie, ja, hier, du sollst keine Lebewesen töten. Ne? Auch voll drin. Und dann war ich bei meiner Stiefmutter früher, weiß ich noch genau, die hatte Mehlmotten und ich sollte ihr helfen, diese Mehlmotten zu entfernen. Und ich habe immer versucht, die bewusstlos zu hauen, ohne dass sie es mitkriegt auch noch, dass ich die irgendwie noch raustragen kann. Ja? So war ich drauf. Und dann saß ich irgendwie ein Jahr später oder so bei Muniratschi hier von Babaji, der da das Zentrum in Haidarkanda geleitet hatte, als er noch lebte, auf der Terrasse. Und so ganz nah bei ihm halt so, ne, wirklich großer Meister. Ne? Und ich auch wieder so die Zecken von den Hunden so abgemacht und weggetragen. Ich habe genau gesehen, so er beobachtet das so. Ne? Und irgendwann ruft er so einen Hund zu sich, irgendwie auf den Schoß, ne? Komm, der hüpft hoch. Der holt eine Zecke raus und nimmt ein Feuerzeug und verbrennt das. Verbrennt die Zecke. Ich wusste ganz genau, die Lesson war für mich. Ja, wir können, weißt du, wir können uns auch darin wieder verlieren, in einer Moralvorstellung. Ja? Und wir werden immer wieder eines Besseren belehrt. Ja? Bis wir vollkommen eingehen, halt, bis wir all den Erscheinungen hier von richtig und falsch und dem Ganzen hier vollkommen entsagen können, ja. Weil das schleicht sich immer wieder auch überall rein, ne? Es geht ja immer, wird immer subtiler und so, ne? Und die Message ist immer, ne, dass es nicht in Form zu finden ist, weil leicht denken wir, da wäre es dann doch irgendwie, ne, ein gut Mensch. Wir wären jetzt doch irgendwie ein gut Mensch, der total verbunden ist, ja. Aber das ist alles außerhalb von Raum und Zeit. Diese Verbundenheit. Ne? Also es geht alles viel tiefer. Ja, und danke dir, ne? Weil das ist ein wunderbares Lernen. Ja? Und wahrscheinlich wirst du gerade einfach auch in so einer Phase sein, denke ich mal, wo es dir echt auch gut geht, ne? Wo es dir gut geht damit, oder? Wo du so viel Glück erfährst, so viel Wunder erfährst. Und Und das, ja, aber körperlich nicht. naja, okay. Okay. Gerade in den Momenten, wo ich mich so geistig verbunden fühle, körperlich nicht. Gar nicht. Und wie gehst du damit um? Entschuldigung, dass ich bin jetzt irgendwie hier mit dir gerade so zugange. Ich lasse es einfach jetzt so sein, wie es ist, denn je mehr ich dagegen kämpfe, desto schlimmer wird es. Ja? Also das darf jetzt nicht da sein oder ich muss was ändern, sondern ich bitte immer wieder darum, dass die Geistesblockaden, die ich gesetzt habe, warum sich der Körper so anfühlt als Biofeedbacksystem, dass die entfernt werden, weil ich weiß nicht, wo sie sitzen. Ich weiß es nicht.
Und darum bitte ich dann. Ja? Ja, wie zum Beispiel Atemnot oder so. Ja? Wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Und wenn ich danach suche, verstricke ich mich ja noch viel mehr, das habe ich früher gemacht, und komme doch nicht zum Ergebnis. Und deswegen übergebe ich es einfach. Und das fällt für mich auch mit in diese Bitte und die Akzeptanz, erfülle du alle meine Bedürfnisse. Ja? Zeig mir, wenn es notwendig ist, die Blockaden, damit ich sie erkenne. Aber das bestimme nicht ich. Und entferne du für mich, was ich nicht alleine kann. Und wenn ich Atemspray brauche, dann nehme ich es auch. Das habe ich dann dabei. Wenn ich meine, es geht gar nicht im Moment, dann nehme ich es auch. Ja? Dann sage ich, nee, nicht, ich muss jetzt weg bis zum Ende oder so, sondern ich nehme es dann. Weil ich kenne die Ursache nicht, ich weiß es nicht warum. Ja. Es ist ein Widerstand, es ist ein Widerstand gegen das Leben, das Gott ist, aber wo ich den gesetzt habe, das weiß ich nicht. Aber ich bitte darum, mir zu helfen, den aufzulösen, den berichtigt sein zu lassen in meinem Geist. Danke. Na, ich bitte darum, den aufzulösen und diesen Glaubenssatz, ja, diese Ursache, wo das entstanden ist, wofür das steht, ja, und es berichtigt sein zu lassen. Das hat ganz viel Kraft, weil damit gehst du auch direkt an die Ursache ran. Ja. Ja, damit näherst du dich der Akzeptanz, wie du es eben auch so schön beschrieben hast, dass Krankheit nicht existiert. Ja, dass es nicht die Wahrheit ist. Dass es daherkommt, als wäre es wirklich wahr. Ja, aber genau, es hält mich, ja, es hat irgendein, es verfolgt einen Zweck, ne, den muss ich finden, für was steht es für mich so. Und es berichtigen, indem ich akzeptiere, dass es nicht die Wahrheit ist. Und ja, ich darf gesund sein, ja. Meine Gesundheit, mein Heilsein des Geistes liegt in Gott. Es liegt nicht in der Welt. Ich werde es in der Welt nicht finden. Ich werde ein Hilfsmittel haben, was weiß ich, das Spray oder sonst irgendwas. Oder ein Arzt in diesem Moment, wenn ich das Rezept brauche. Aber es ist niemals die Heilung. Es ist immer nur symptomatisch. Und die Heilung kann ich nur in Gott finden. Und das für mich annehmen, diese Wahrheit annehmen. Und Gott nicht ablehnen und Jesus nicht ablehnen und die Bilder, die ich auf Gott und Jesus projiziert habe, Angstbilder, ja. Oder ich habe Jesus verraten, ich muss jetzt büßen oder was weiß ich, die Sippenhaft, ne? Ja, das alles zu übergeben. Ja, und ich bin bereit, die Wahrheit zu sehen, vor allen Dingen anders zu sehen und so anders zu denken über alles. Zeig du es mir, was richtig ist. Belehre du mich. Ja, ich bin bereit, das zu erinnern in meinem Geist. Ja, was in mir schon tief angelegt ist. Und ich gebe dieses Selbstbild von mir auf. Ja? Weil ich kann mich erinnern, früher, dass ich habe in den Spiegel geguckt und habe das Bild gehasst, das ich gesehen habe. Ja. Und diese Selbstablehnung, die da drin ist, ne? Die ich dann auch mit Gott verbunden habe irgendwo, ne? Ist ja Schöpfer von allem, die Erde erschaffen hat, die Menschen erschaffen, die Tiere, diesen Glauben hat die Welt erschaffen. Das alles komplett zu übergeben. Ja? Diese Selbstkonzepte, wo die auch immer herkamen und seit wann. Also diese Urschuld, dieser Urschuldgedanke der Trennung,
der einen Moment war, aber schon berichtigt wurde. Lass mich das erfahren, dass das so ist, dass es schon berichtigt wurde. Ja. Darum bitte ich dann auch. Ne?
Oh, danke. Danke, danke, danke. Jetzt könnten wir ein paar Tage, ein paar Wochen so sitzen bleiben zusammen, oder? Das ist immer alles gesagt. Und die Kommunikation findet auch in der Stille statt. Letztendlich immer, auch wenn Worte fließen. Das macht im Grunde keinen Unterschied. Aber diese Form von Stillsein und Schweigen, ich liebe es. Danke, danke für diese Kommunikation gerade. Das ist die Verbindung zu meinem Vater. Und es macht sehr wohl was aus, ob wir hier zusammensitzen oder ob ich alleine sitze. Ja, weil Geister sind verbunden und wir kommunizieren auch miteinander. Danke. Wer von euch möchte denn noch mal was sagen? Auch von denen fragen wir noch mal erstmal so: Wer möchte von euch denn gerade mal die Kamera anmachen, der die gerade aus hat? Dann jetzt. Ich bin gerade beim Frühstück, darum habe ich die Kamera ausgemacht. Wie cool, Judith. Christina, Barbara, Diana, Jens, Sabine, Dorothea, Susanne. Wow. Schön, oder? Sind alle da? Darf ich noch was fragen? Der eben durch den ganzen Kurs, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, zieht sich Vergebung, 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 um überhaupt in diese wahre Liebe reinzukommen. Mir fällt es leichter, den anderen zu vergeben, als mir selber, dass ich die anderen verurteile. Also, da gibt es nicht viele, aber da gibt es einen Menschen, der ganz nahe ist und der triggert mich sowas. Und offensichtlich bin ich ja im Recht. Aber ich höre ja immer wieder, also dieses irdische Recht, das ist der Wahnsinn des Lebens, das ist nicht die Wahrheit. Und wie komme ich zu dieser Wahrheit? Ja, Punkt. Also im Grunde, ich verurteile mich, dass ich verurteile und beurteile und meckere und denke, ich müsse die Dinge richtig stellen. Letztendlich geht es halt gar nicht mehr um den anderen. Danke. Und jetzt sitzen wir eine Woche in Stille und empfangen die Antworten. Ja. Alle Fragen, die gestellt werden, werden beantwortet. Unmittelbar.
Ja. Von dem Heiligen Geist, von den Teilen in mir, der schon die Antwort weiß. Ja. Was möchte ich hier gerade erfahren? Dass ich unschuldig bin. Ja, was erfahre ich gerade? Die Sucht, die im Ego liegt nach Schmerz und Schuld. Ja, die Suche danach. In mir ist etwas Schlechtes. Ja. Und das bin ich nicht bereit, gerade loszulassen, sondern ich bin noch zu fasziniert davon, dass das vielleicht wahr ist. Dass ich böse sein kann. Ja, dass ich urteilen kann. Die Schuld bin ich jetzt gerade im Moment nicht bereit, wirklich in die Vergebung zu geben. Was würde passieren, dass ich mich als unschuldig erfahre, dass ich nie schuldig war, dass ich niemanden verurteilt habe, dass ich niemanden getötet habe? Und ich mag ja diese Begegnung, das kam mir ja letztens beim Aufsprechen der Lektion, dieses, dass wir alle eins sind und dass ich dich durch und durch kenne, ja? Und dann ist das so ein Smalltalk irgendwie, dass du sagst irgendwie so, ja, also ich bin schon mal fremd gegangen, ne? Und dann sagt der Bruder, ja, ich auch, finde ich auch in mir. Ne? Und dann versucht der andere nochmal richtig einen rauszuhauen, ne? Und sagt so, aber ich habe schon mal jemanden umgebracht. Und dann sagt der Bruder ganz gelassen, ja, das habe ich auch. Ja, das mache ich ständig. Ich bringe ständig hier jemanden um. Ja? Ich töte ständig irgendwie das, was wahr ist. Ja, in meinem Geist sind solche Gedanken. Das brauchst du mir jetzt auch nicht mitkommen. Ja? Das ist jetzt auch nichts Exklusives, irgendwie, wo du schuldig sein könntest, weil das finde ich auch in mir. Ja, aber lass uns das erlösen. Ja? Weil das sind wir nicht. Das, was wir wirklich kennen und wo wir eins sind, ist in unserer Unschuld, im Christus selbst. Da finden wir uns. Ja, und es gibt nichts Lieblicheres, steht im Kurs, als ein Bruder, dem ich vergeben habe. Ja, weil ich mich selbst erblicke in dem Moment. Ja, weil ich dich wirklich sehe. Als Essenz, als das, was du bist, als das Christus selbst. Es gibt nichts Schöneres. Ja, und das bin ich selbst. Ja, wenn ich dir vergebe, kann ich mich selber sehen, weil ich habe dir ja auch irgendwie das übergezogen. Es findet eh schon alles in mir statt. Und bin ich bereit, mich selbst als unschuldig zu erfahren? Ja. Und das ist einfach, ne, so ein Aussortieren, wirklich so ein Bereitwerden, diese Gedanken, die noch so kraftvoll daherkommen, so gewohnt irgendwie ihre Schlaufen ziehen, sich setzen zu lassen. Und das geschieht ja in meinem eigenen Geist, dass sich das legt, dass ich da nicht mehr so drauf anspringe. Weil das ist diese Suche nach Trennung. Und ich hatte heute Morgen schon ein Gespräch, wir telefonieren gleich nochmal nach der Session, wo das auch so war, wo endlich, also ich kann es mal so anonym sagen, endlich kam raus, dass der Freund wahrscheinlich wirklich irgendwie fremd geht, beziehungsweise wirklich jetzt irgendeinen Kontakt hat mit der Frau. Und dann meinte sie so, und jetzt bin ich irgendwie ganz beruhigt. Ich glaube, weil ich jetzt endlich weiß, was Sache ist. Und ich meinte direkt zu spüren, dass es die Sucht ist, die endlich ihr Futter gekriegt hat. Das macht das Ruhige. Ja? Ich bin auf der Suche nach Trennung die ganze Zeit, nach Verlust und Verrat und so diese ganzen Gefühle will ich haben. So, jetzt habe ich das endlich gefunden, den Beweis dafür. Natürlich bin ich ruhig, weil jetzt bin ich erstmal satt. Ja? Jetzt ist das Drama erstmal da. Jetzt weiß ich Bescheid. So, jetzt bin ich so richtig im Saft vom Ego, ja. Von Schuld. Und jetzt kann ich mich endlich trennen und als Opfer zurückziehen oder. Jetzt weiß ich endlich, dass da was Schlechtes ist. Das ist diese Sucht, ja, diese Suche nach Trennung, diese Suche nach Drama, ja, nach etwas Schlechtem hier. Ich weiß nicht, was wirklich in der, was ist da, Olympiade?
was da gerade wirklich los ist, ja. Aber scheint sich irgendwie, scheint irgendwas zu sein, wo sich halt was bekriegt. Ja, das kann ich jetzt als Anlass nehmen und sagen, irgendwie, ja, genau, ganz furchtbar und dann auf die Fronten, ja, oder Covid, hier, keine Ahnung, impfen, nicht impfen und so. Ne? Da kann ich dann sofort irgendwie in die Fronten gehen und so. Dann, oder ich lasse es einfach sein. Ich habe keine Meinung dazu. Ich möchte in den Christus selbst bleiben und von hier aus meine, ne, wie du gesagt hast, Sabina, meine Brüder sehen. Ich möchte meine Brüder finden. Ja, und auch mit diesem Gefühl von, ich bin schuldig, gehe ich mit Jesus und mit dem Heiligen Geist in den Kontakt. Und, aber ich habe die Option, also ich habe die, das Ziel, meine Unschuld zu erfahren. Ja. Und dann werde ich es erfahren. Es wird mir gezeigt werden. Ja, und alles zu seiner Zeit dann, ne? Weil wir haben alle unsere Baustellen irgendwie. Ne? Da ist dann der Körper, da ist dann was anderes. Und das scheint irgendwie unterschiedlich zu sein, aber es ist letztendlich nur der Stoff, der perfekt ist, damit ich tiefer vergeben kann. Ne? Keinen anderen Wert hat es. Ne? Deswegen ist es auch nicht mein Feind, sondern mein Freund. Alles hier hilft mir einfach zu vergeben, weil ich möchte die Unschuld darin finden. Ich möchte die Freiheit darin finden. Egal, was mir hier gezeigt wird, es ist perfekt dafür, dass ich es benutzen kann, um in meine Freiheit zu kommen. Ja, indem ich das vergebe, ne? All das, was für mich damit zusammenhängt. Und here we are. Hier reichen wir uns die Hände. Hier sind wir alle in der Vergebungsarbeit. Und möchten uns erfahren. Als das, was wir wirklich sind. Ja. Ach, wir sind ja gar nicht hier, um uns Schmerzen zuzufügen, um Drama und Trennung wahrzumachen. Ja? Ach, wir sind ja hier, um das Christus selbst um uns daran zu erinnern, dass wir der Christus sind, um uns an unseren Vater zu erinnern. Ach, das ist ja mal was ganz Neues. Deswegen sind wir hier. Das kam bei mir schon ein paar Mal so ein bisschen wie so, aha, so ein bisschen wie, aha. Ja, weil du denkst ja immer wieder, ey, wir sind echt hier, um irgendwie Dualität wahrzumachen. Ja. Dafür haben wir uns hier getroffen und das machen wir ganz gut. Ne, in jeder Beziehung und sonst wie was. Ja, aber das darf ich mal echt auch auf den Kopf stellen, mal umwandeln und sagen, ey, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja hier, um mit dir zusammen nach Hause zu gehen. Um Frieden wahrzumachen, um Frieden möglich zu machen in unserer Beziehung, in unserer Begegnung. Das ist ein ganz neues Ziel. Ja. Und das ist auch der Moment, danke Sabine, ne, für dieses wirklich Committen und sich entscheiden und das Akzeptieren, wo ich halt sage, okay, ich lasse den Heiligen Geist in meine Beziehung. Ja. Weil ich bin jetzt wirklich bereit, ein neues Ziel zu verfolgen. Ja, wirklich Heilung zuzulassen. Und mein Wille und dein Wille sind eins. So hast du ja heute angefangen. Dieses mein Wille und dein Wille sind eins. Du willst, dass ich glücklich bin. Du willst, dass wir glücklich sind. Du willst, dass wir uns selbst hier erfahren können, dass wir wirklich hier friedlich sein können. Ach, Petra ist mit, sag mal schnell, auf einem Balkon. Oh, schön, ist das nicht schön, auch wie die Brüder hier so zusammenrücken und wie wir uns alle hier unterstützen? Ist nicht gerade auch schon das Summercamp oder so? Keine Ahnung. Ich mache übrigens, oh, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt und es war 10:30 Uhr. Gerade kam das erste Mal in meinen Sinn, könnte ja schon irgendwie bald mal vorbei sein. 10:30 Uhr. Genau Zeit für eine Ankündigung. Ich freue mich mega. Wann ist es?
irgendwann im Oktober ein viertägiges oder fünftägiges Stille-Retreat anzubieten und endlich mal mein erstes wirklich Retreat, wo wir wirklich mal ausschließlich schweigen werden und in die Praxis gehen und so wie ich es kenne vom Vipassana, wirklich eben niemanden anschauen, nicht sprechen, ne, an einem wunderschönen Ort bei Berlin. Bei einem wunderschönen, ausgebauten Hütten mitten im Wald, direkt am See, ist so ein wunderschöner Platz und auch der Raum, um in Stille zu sitzen. Als ich dabei war, war mir sofort klar, boah, das möchte ich machen und ich freue mich so, so sehr darauf. Und ich glaube, 6 Plätze sind noch frei, 11 können wir sein und vielleicht fühlst du dich auch gerufen, dabei zu sein. Und den Weg nach innen zu finden oder zu vertiefen, dir eine Auszeit zu nehmen mit deinen Brüdern. Das hört sich immer so schön an, stilles Sitzen, aber es kommt auch einiges hoch. Ja, es kommen Widerstände hoch, auch Körperschmerzen und sonst wie was. Ja, wir kommen an unsere Themen ran, wenn wir nach innen gehen. Ja, deswegen wird es auch eine Führung geben, so es wird irgendwie abends immer einen Vortrag geben, die Möglichkeit geben, auch sich zu verbinden, aber alles in der Stille, ja, alles in dem Fokus auf wirklich nach innen zu gehen, in die Stille zu gehen und in der Form zu schweigen. Weil es so, so hilfreich ist und ich es so sehr liebe. Also wenn ich die Stille rufe und die ruft dich ganz deutlich, dann melde dich gern noch an. Yay, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich Werbung mache. Ich freue mich da sehr drauf. Danke für dich und so schön mit euch. Und möchte noch jemand etwas sagen? Danke für den Stille-Part, der war so schön. Es werden mir auch immer mehr davon konstrikt sitzen bleiben. Ne? So schön, Mann. Aber so schön, dass ich Augen aufgemacht habe und gesehen habe, wie ihr da seid. Boah, so schön. Ich liebe es auch so sehr. Joshua, zeig dich mal. Oh, ich bin zwar jetzt nur ganz kurz dabei gewesen, aber hey, ich sehe euer Leuchten und eure Liebe. Ich danke euch so sehr. Und es ist so schön, euch zu sehen in der Wahrheit und im Licht. Und oh, danke, Tanja. Ehrlich, ich finde auch dieses Stille Retreat, das ist ein ganz tolles Angebot. Und mal schauen. Vielleicht sehen wir uns, ja. Es ist schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel. Ja, Licht und Gotteserfahrung. Danke. Danke, danke für die Session. Danke. Da ist er. Na? Wie war deine erste Session? Du hast ja letztens eine Session gehabt, oder? Ja, schau, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Wie war's? Gut, jetzt noch aufgenommen, soll ich mal stoppen? Ja, ich glaube schön, aber schau sie dir an. Genau. Ja, danke. Ja, danke für dich, Bruder. Ja, danke für dich. Ja, danke. Ja, weil du bist gemeint immer. Immer du bist gemeint, ja. Genau. Sie war wunderbar, ich war dabei. Und sie hat so tief berührt, also mich im Herzen absolut berührt. In dieser Ehrlichkeit, aber auch in dieser Hingabe, wirklich in der Hingabe an das Göttliche. Ja. Ja, danke. Das ist schön. Danke, ihr Lieben. Hallo Joshua. Hallo. Danke. Ja, so schön, echt so schön. Das ist einfach so klar, dass die Brüder alle auftauchen, ne?
Im Open Space, weißt du noch, Joscha, das war auch bei mir, hat mich so tief getoucht. Da ist so Jesus so präsent und das ist einfach so wunderschön, ja. Ja, und jeder von uns, ne, dass wir sind einfach eins, ja, in diesem Geist. Ja, das ist alles ein Teil von uns, ja. Wir sind nicht getrennt, ja. Du bist Joshua und ich und wir alle, ja. Wir kommen da nicht drum rum, uns hier zu verbinden mit den Brüdern, ja, und uns zu zeigen mit dem, was wir sind, und nach Hause zu kommen hier mit den Brüdern, ja. Wirklich nach Hause zu kommen. Wir Und wollen uns ja auch nicht. gar nicht mehr drum rum kommen. Genau. Jedenfalls nicht. Ja. Und uns miteinander, aneinander erfreuen. Und deswegen finde ich die Sessions auch so wertvoll. Okay, wir Ja, ich sind denke. sowieso immer miteinander verbunden, ja, im Geist. Aber trotzdem hier, sagen wir mal, die Online-Präsenz, ja, und die Freude zu sehen, miteinander hier zu sein und teilen zu dürfen. Und dass es immer das ist, was wirklich auch alle berührt. Ja, es berührt ja immer alle. Und wenn ein Teil in mir heilt, ist es das Geschenk für alle. Und das finde ich so schön. Weil ich habe früher immer gefragt, Mensch, Jesus, wie soll ich denn das machen? 8 Milliarden Leute oder noch mehr, ja? Wie soll ich denn die erreichen? Es geht ja nur auf dem geistigen Wege. Und wenn ich alleine schon sage, hier, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, habe ich damit die Wahrheit in jedem berührt und damit jeden erinnert an die Quelle. Ja, so dass jeder dasselbe sagen kann, wenn er es annimmt und sich damit identifizieren kann. Und das ist dann die Möglichkeit, wirklich für alle was zu tun. Yay, ihr Lieben, danke, danke, danke. Ich liebe uns. Danke. Danke, dass wir Ich alle habe sind. mal eine Frage. Die Sessions werden doch immer aufgezeichnet. Ja? Wo kann man die denn mal nachhören? Oder gibt's da, ist das nur für irgendein Archiv gedacht? Nee, nee, das kann ich dir gleich mal, vielleicht kann jemand den Link reinstellen. Du findest das bei YouTube, bei allen möglichen Sachen, bei, was weiß ich hier, Spotify sogar und so, überall auf YouTube mit Bild und auch überall woanders. In Genau, der und Aleph, wenn wir Aleph Akademie eingehen, mach mal auf Stopp. eingeben, und da kommt ja die Aufzeichnung im Menü. Moment, Moment, was muss man eingeben?